mich zurückzuhalten, aber du bist zu schwach. Im Grunde deiner Seele weißt du es. Du bist nichts als eine leere Hülle. Reifenprofil auf aufgeplatztem Bauch. Die Stadt hat Angst vor mir. Ich kenne ihr wahres Gesicht. Die Straßen sind Rinnsteine. Und die Rinnsteine sind voller Blut. Und wenn die Gullis schließlich verstopfen, ersäuft all das Ungeziefer. Der dreckige Morast aus Sex und Mord wird ihnen bis zur Hüfte gehen. Und all die Huren und Politiker werden aufblicken und rufen: Rette uns! Und ich werde flüstern. Nein. Die ganze Welt steht jetzt am Abgrund und starrt hinab in die gottverdammte Hölle. All diese Liberalen und Intellektuellen und Phrasendrescher. Und auf einmal weiß keiner mehr, was er sagen soll. Unter mir liegt diese grässliche Stadt. Sie schreit wie ein Schlachthaus voller zurückgebliebener Kinder. Und die Nacht stinkt nach Unzucht und schlechtem Gewissen. War ja eine tolle Nummer, die du aufgezogen hast. Hält das Blut in Wallung? Ja, aber nur solange es durch deinen Körper fließt. Machst du dir Sorgen um mich? Sagen wir mal so, ich bin froh, dass du überlebt hast. Ich hatte eigentlich gehofft, dass du es dabei belässt. Du machst dir doch keine Sorgen um mich, oder? Nein, nicht mehr als um den Rest der Stadt. Die Leute haben aufgegeben. Sie verstecken sich. Oder verschließen einfach die Augen. Stimmt, es sind schreckliche Zeiten. Ein Dieb hat's auf die Brieftasche abgesehen, das ist noch nachvollziehbar. Aber bei diesen Typen handelt es sich nur noch um willkürliche Gewalt. In ihnen steckt keinerlei Menschlichkeit. Hört sich wie jemand an, mit dem ich zu tun hatte. Na Gott sei Dank verhält sich diese Person ruhig. Weißt du noch, wie du uns immer alle zum Narren gehalten hast? Du mit deinem Ginger Ale und hast immer so getan, als wäre es Champagner. Ich muss schon sagen, du hast seitdem einiges nachgeholt. Das macht es leichter. So, was denn? Lass uns für heute Schluss machen, Jim. Seniorenheim auf den Tod. Dollarbild ist erschossen worden. Silhouette ermordet. Ein Opfer ihres unmoralischen Lebenswandels. Mothman sitzt in einem Irrenhaus in Maine. Nur noch zwei Namen auf meiner Liste. Ich gehe zu ihnen. Hast du eine Ahnung, wer ich bin, Punk?
Wo bin ich? Ich kann nicht sehen! Ich bin dein schlimmster Albtraum. Die Art Traum, bei dem du schreiend nach deiner Mutter aufwachst. Ich glaube, ich blute. Was ist mit meinem Gesicht? Du hast ein ganz hübsches Arsenal an Kriegswaffen in deiner Wohnung. Du wirst mir sagen, wo du sie her hast. Alles klar, Mann. Ich werd's dir sagen. Aber keine Cops. Lässt du mich dann gehen, ja? Du bist nicht in der Position zu verhandeln. Ich zeig dir auch, warum. Ich bin noch nicht fertig. Und du bist noch nicht fertig mit mir. Wir beide werden niemals damit fertig.